Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Auf dieses Unboxing haben, glaube ich, viele schon sehr, sehr lange gewartet. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, war ich ja letztes Jahr im November beim Porsche Zentrum Leipzig eingeladen worden von Porsche selbst und Xbox Deutschland und dort wurde ein kleines Forza Motorsport 7 Turnier abgehalten und dieses habe ich gewonnen und als Preis gab es eben diese limitierte Box. Und was da genau drin ist, das werden wir jetzt natürlich rausfinden in diesem Unboxing. Für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern können oder gerne wissen wollen, was da genau los war, ich verlinke euch den entsprechenden Vlog, der da entstanden ist, in der Videobeschreibung. Einfach da mal das Ganze nochmal auschecken. Aber was haben wir jetzt hier konkret? Und zwar, es steht schon da, Porsche 911 GT2 RS Bundle, Forza Motorsport 7 Limited Edition 1 oder 1 of 500. Und ja, das ist ein Bundle und zwar in Zusammenarbeit natürlich mit Porsche, mit Microsoft, mit Forza Motorsport und auch mit SCUF. Und das Ganze ist eben, wie es auch hier schon steht, ich meine, ihr könnt lesen, ist limitiert auf 500 Stück und das ist halt eben eines von diesen 500 Paketen. Also eine ganz, ganz tolle Sache, dass ich das gewonnen habe. Und ich, klar, als Porsche-Fan, ja, wisst das Ganze, ist es natürlich nochmal umso besonderer. Und vor allem muss man auch dazu sagen, das Ding ist auch, nicht nur, dass es einfach limitiert ist, das Ding hat auch echt einen guten Wert. Das Ding hat so ungefähr einen Wert von 450 Euro. Also das ist schon was ganz Besonderes. Aber ihr wollt natürlich wissen, was drin ist. Einige wissen es vielleicht auch schon, aber wir finden es jetzt trotzdem gemeinsam raus. Das hier ist so ein Schuber. Ich versuche das jetzt mal hier so ganz gekonnt wegzuschieben. Das ist gar nicht mehr so einfach. Das ist ziemlich passformgenau. Muss mal gerade mal gucken. Zack. Dann nehme ich das mal weg. Das ist nämlich eigentlich nur so ein Schutz. Und ja, da steht im Prinzip jetzt das genau gleiche nochmal drauf. So schwarz in schwarz. Das ja, Licht, das Kameralicht hilft ein bisschen. Da sieht man das, wie das schön hier so reflektiert. Da sieht man das nochmal so sehr, sehr schön. Und ja, jetzt muss ich gerade gucken, ob das nochmal ein Schuber ist. Oder wie öffnen wir es? Ah ne, hier vorne ist eine Klappe mit Magnet. Okay, also wir öffnen das Ganze und sehen nichts. Sehen schwarz. Okay, wir öffnen nochmal und das sieht doch schon mal viel, viel schöner aus. Guck mal, was wir hier haben. Also einmal das Hauptteil dieses Pakets und zwar den SCUF Forza Elite Controller in der Collector's Edition im 911 GT2 RS Design. Also das ist der heilige Gral dieses Pakets auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch so eine sehr schöne Platte quasi. Nochmal so ein, ja, so ein Zertifikat quasi, dass man eben diese Collection hat. Und da steht auch drauf, ich drehe das jetzt nicht um, aber da steht drauf, wenn ich das jetzt mal näher an die Kamera halte, ich hoffe, es stellt scharf, jawohl, dass eben auf der Rückseite befinden sich eben zwei individuelle Codes, eben einmal für das Spiel und einmal ist da, glaube ich, noch 24 oder 12 Monate Xbox Live Gold dabei. Also einmal Forza Motorsport 7 und einmal eben Xbox Live Gold. Also, ja, kann man machen. Ist nicht schlecht. Löse ich vielleicht auch noch ein. Also, gut, Motorsport 7 habe ich schon, aber eben die Xbox Live Gold ist ja auch nicht verkehrt. Ich lege das mal zur Seite. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich glaube, wir können das. Guck mal, kann man hier das öffnen? Ah ja, hier kann man es öffnen. Und da ist nochmal so ein kleines Detail versteckt und das ist geil. Ich bin so kribbelig hier. Und zwar, ja, kriege ich es jetzt raus? Jawohl. Und zwar ein Modell des GT2 RS. Ja, ich halte es auch mal nochmal näher ran, dass man so ein bisschen sieht. Und das Ding ist ebenfalls auf 500 Stück limitiert. Man sieht es vielleicht auch schon, dass jetzt die Nummer 405 von 500. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Ich versuche es gerade im richtigen Winkel euch hier irgendwie zu zeigen. Ja, da sieht man das. Und ich weiß gar nicht, welches Verhältnis das Ganze hat. Das steht doch bestimmt jetzt hier dabei. 1 zu 43. Okay, also ein 1 zu 43 Modell vom GT2 RS hier mit Forza Motorsport 7 Branding. Also sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, dieses Ding hat einen guten Wert, gerade solche Modelle. Und ja, was man auch schon sieht, ich halte es auch nochmal näher hin, ob man das wirklich erkennt, weiß ich jetzt nicht, aber weil es ein bisschen spiegelt. Aber sehr, sehr detailliert auch der Innenraum, Lenkrad und alles. Also schon sehr, sehr geil. Das kriegt auf jeden Fall einen absoluten Ehrenplatz bei mir in der Vitrine. Das ist doch definitiv klar. Ansonsten glaube ich, ist nichts weiter drin. Außer das Teil natürlich. Und das holen wir jetzt auch mal raus. Deswegen nehmen wir das Schutzteil hier mal ab, wenn ich es denn hinkriege. Das ist ziemlich fest hier. Aber es ist ja gut, dass es fest verpackt ist. So,
Und dann versuchen wir das Ding jetzt hier mal rauszuholen, weil wie gesagt, das ist ja das eigentliche Highlight. So, ich mach das mal raus und dann machen wir doch einfach mal die ganze Box hier auf die Seite vielleicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich die hinmache. So groß ist mein Schreibtisch nicht. Ich lasse es einfach mal hier oben am Rand noch so stehen. So, Kamera macht wieder scharf. Also, das Ding, ja, hat ein ordentliches Gewicht auf jeden Fall. Das ist richtig krass. Und ja, das ist noch verpackt hier. Deswegen muss ich jetzt gerade mal ein Messer. Okay, ich habe eine Schere, das ist auch gut. Eine Schere organisieren. Dann machen wir das nochmal. Und vorbildlich versuche ich jetzt einfach mal auch von mir wegzuschneiden. Dass da sich auch niemand verletzt. Ich versuche das jetzt auch sehr vorsichtig zu öffnen. So, wunderbar. Das sollte doch schon reichen. Und dann können wir das doch, denke ich, hier irgendwie öffnen, oder? Oder müssen wir das auf der Seite auch noch? Ich glaube, auf der Seite müssen wir es auch noch, weil es so ein Öffner ist, den man auf allen Seiten macht. So, ich bin... Verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen hippelig bin, aber es ist halt was ganz, ganz Besonderes. Vor allem, weil ich das Ding halt auch gewonnen habe. Ja, das ist nicht nur einfach so, ja, hier hast du. Ja, wobei, wenn es so gewesen wäre mit hier hast du, hätte ich auch nicht nein gesagt. Aber dadurch, dass ich das auch noch gewonnen habe und es ist Porsche und es ist einfach cool. Und jetzt kann ich das, glaube ich, so öffnen, oder? Ich versuch's mal. Auch hier wieder sehr passgenau. Aber wir kriegen's hin. Und dann, tada! Und dann hier steht's auch schon. Scuf Forza Elite Collector's Edition. Sehr geil. Ja, wir öffnen das mal hier. Ich glaube, da ist... Oh, guck mal, da ist auch noch mal was drin. Öffnen wir erstmal das andere, bevor wir zum eigentlichen Highlight kommen. Und zwar, da ist auch noch mal hier. Zertifikat, okay. Sehr geil. Kriege ich das raus? Moment. Bin nicht der beste Unboxer, ja. Das, glaube ich, merkt man spätestens an dieser Stelle. So. So. Und ja, ein Zertifikat. Sehr geil. Vom CEO und Founder von Scuf Gaming, der hat das quasi unterschrieben. Auch hier, das ist so mit einer Erhöhung drin. Also es ist richtig imprägniert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ein bisschen näher hinmacht. Also es ist schon, schon sehr geil. Also wirklich ein Zertifikat. Das Ding hat auch Wert. Ja, das muss man so sagen. Jetzt haben wir hier noch, okay, das ist nochmal so ein bisschen Scuf Gaming Zeugs. Ich glaube, das ist jetzt nicht so alles der Rede wert. Ja, das ist halt einfach auch eben dann Xbox Elite mäßig. Was man da alles machen kann und so weiter. Hier müssten Ladekabel drin sein. Wir öffnen es aber trotzdem mal, sonst wäre es ja kein gutes Unboxing, wenn wir nicht alles auspacken, was man auspacken kann. Ja, Batterien sind da noch drin, okay. So, klar, darf auch nicht fehlen. Ich glaube, jetzt müssen wir es von der Seite öffnen. Und dann müsste hier das Kabel drin sein. Ja, das ist das Ladekabel, auch sehr schick gemacht. Auch gesleeved das Ganze. Nicht schlecht. Ich halte das mal ein bisschen näher hin, dass es ein bisschen scharf stellt, dass ihr das auch ein bisschen seht. Ja. Also sehr cool. Auch das lege ich jetzt mal auf die Seite zusammen mit dem Zertifikat. Kommt das mal hier weg, hier rüber. Und ja, ich würde es gerne einfach nur ein bisschen so. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Highlight und wir öffnen es. Entschuldigung. So, und oh. Achso, das muss man erst, glaube ich, noch hier dran machen, ne? Oder? Oder soll das so sein? Ah, ne, das ist magnetisch, okay. Okay, alles klar. Dann, machen wir das so mal hier rüber, oder? Ne, ich glaube, das ist tatsächlich... Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht fest. So sollte das, glaube ich, nicht sein, aber... ah, guck mal, hier ist so ein Gegenstück. Und das ist quasi davon weggegangen. Ich lenke gerade konkret ab, weil ich so ein Ding kaputt ist. Ich glaube, jetzt, das muss hier so dran... So, jetzt ist es stabil. Ich glaube, das ist, um die Folie besser wegzumachen, ist es wahrscheinlich zum Wegmachen hier hinten dran. Aber ist es jetzt stabil? Ja, jetzt ist es stabil. Okay, das war einfach nur los. Aber jetzt hier, das heilige Stück. Da, 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 da. Geil. Schaut euch das geile Ding mal an. Oh, das hat auch richtig Gewicht. Das ist richtig genial. Also, richtig schön hier mit dem GT2RS-Schriftzug. Und ja, hier oben mit Carbon versehen. Und eben hier hinten mit... entsprechend dem roten Alcantara, also wie das auch ist, wenn man das Weissach-Paket hat vom GT2 RS, hier hinten das offizielle Porsche-Logo mit dran. Komm, stell scharf. Jawohl, also das ist schon richtig, richtig edel. Sehr geil. Also ja, das ist quasi der 911 GT2 RS in Controller-Form, ja, wenn man sich den richtigen GT2 RS nicht leisten kann oder nicht leisten konnte, besser gesagt, weil der ist ja schon ausverkauft, dann hat man hiermit die Möglichkeit gehabt. Also, mega Ding. Liegt mega in der Hand. Also, ordentliches Gewicht. Und gerade das Alcantara ist natürlich,
ja, viel zu schade, als dass ich das jetzt die ganze Zeit in den Händen halte, aber das ist schon ein sehr, sehr geiler Controller. Und weil es halt ein Elite-Controller ist, können wir natürlich die ganzen Sachen austauschen, ne? Wir können ja hier diese Paddles austauschen und so weiter und so fort, wie wir es halt eben brauchen. Das sind jetzt eben spezielle SCUF Elite-Paddles, die es hier gibt, die man verwenden kann. Man kann aber auch so die normalen Paddles und so weiter verwenden, wenn man die dran machen möchte, wie man es sonst vom Elite-Controller kennt. Man kann hier die verschiedenen Knöpfe austauschen. Das soll ja alles hier ja austauschbar sein, also alles kein Thema. Auch das hier kann man natürlich wechseln durchs normale Steuerkreuz, wenn einem das lieber ist. Jetzt kriege ich das aber wahrscheinlich gerade nicht raus, oder? Doch. So, zack. Also auch das ist möglich. Das ist halt der Vorteil des Elite-Controllers. Kennt man aber eigentlich alles schon vom Elite-Controller. Das Besondere ist halt einfach hier das Design und halt, was dahinter steht und dass es halt limitiert ist. Und das ist halt so wirklich das Besondere. Und ja, mega, mega geil. Geiles Paket. Ich kann da einfach nur nochmals sagen, vielen, vielen Dank an Porsche, die mir das Ding zugesendet haben. Klar, ich habe das Ganze gewonnen in einem Wettbewerb, aber ich musste ja auch zu diesem ganzen Wettbewerb sozusagen erstmal eingeladen werden. Und deswegen, ja, es macht mir eine riesen, riesen Freude, das muss ich sagen. Ich glaube, jeder, der den Kanal ein bisschen verfolgt, weiß, was für ein riesen Porsche-Fan ich bin. Und könnt euch sicher sein, ich weiß das Ding wirklich wertzuschätzen. Und deswegen auch konkret gesagt, die Frage wird definitiv kommen, aber ich werde sie einfach hier schon mal beantworten. Ich werde das Ding nicht nutzen. Ja, es ist zwar irgendwie geil, so ein Controller, aber dann kaufe ich mir lieber einen normalen Elite-Controller und nutze den. Das Ding ist mir einfach zu wertvoll und zu besonders, als dass ich das nutze. Das kriegt bei mir einen Ehrenplatz, genauso auch eben das Modell dazu, beziehungsweise das ganze Bundle bekommt bei mir definitiv einen Ehrenplatz. Es ist einfach mega genial und ja, ich kann einfach nur nochmal sagen, Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und Dankeschön an Porsche, Dankeschön an SCUF und Dankeschön an Turn 10 und Microsoft und Forza und alle. Mega geiles Ding. Dankeschön. Kann man da einfach nur sagen und nicht mehr als genug sagen. Und ja, wir schließen das ganze Ding wieder erstmal. Aber ja, das Ding kriegt einen Ehrenplatz und vielleicht in einem ja, zukünftigen Vlog oder so sieht man es ja vielleicht auch mal wieder, wenn ich dann mal durchs Zimmer gehe. Hier auch nochmal das ganze Ding hier näher zeigen hier. Ja, sehr, sehr schön. Also, das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Däumchen nach oben da, würde ich mich freuen. Und ja, schreib gerne auch mal ein bisschen was vielleicht in die Kommentare, was du von dem ganzen Ding hältst und wie dir das Unboxing gefallen hat. Ich bin raus, vielen, vielen Dank und dann bis zu einem der nächsten Videos hier auf dem Kanal. Mach's gut, ciao!